mir letztes Jahr gut gefallen hat und weil es toll war. Weil es einfach voll cool ist und man lernt halt voll viel, zum Beispiel die Wurfvarianten oder in der Deckung am Block. Eine sehr große Leistungssteigerung ist und einfach gutes Training ist, Förderung, dass man in den Ferien nicht aus der Übung kommt. Ich bin begeistert, wie viele Cheats sich angemeldet haben. Wir haben in diesem Jahr doppelt so viele wie letztes Jahr und es macht wirklich Spaß, mit denen zu trainieren und meine Erfahrungen weiterzugeben. Das richtige Werfen und nicht nur so gut sind wie ich. Ich habe schon viele Abwehrsachen gelernt und auch neue Würfe. Also ich habe gelernt, mit Zweierbällen besser umzugehen. Also man macht Abwehr, Wurfvarianten, Deck, Block, Hüftwurf, Wurzler, Handgelenkschulen. Wer ist der strengste von den drei? Der Gary. Wieso, was ist am Gary so streng? Naja, er lässt einen ziemlich viel auf und so. Und Liegestütze zu machen und so. Aber es macht ihm auch viel Spaß. Es sind natürlich viele Talente, aber es steht auch der Spaßfaktor im Vordergrund. Die wollen begeistert werden, die wollen Handball spielen, die wollen Spielchen veranstaltet haben und da versuchen wir einfach eine Mischung zu finden und das sind wirklich gute und talentierte Handball auch dabei. Wir werden es definitiv wieder machen. Es gibt jetzt schon auch wieder einige Voranmeldungen. Also ich glaube, es wird wichtig sein, sich früher anzumelden, aber wir werden auch das langsam erweitern, das Handballcamp.